Anoint! Wutpilger Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. In Chemnitz gibt's immer noch die besten Pommes. Chemnitz, das Land, wo Milch und Honig fließen. Chemnitz, Stadt der Schönen und Reichen. Chemnitz leuchtet. Das ist Chemnitz. Chemnitz, die Stadt der sieben Weltwunder. Chemnitz, die Stadt der sieben Hügel. Chemnitz, die Stadt. Chemnitz, das Dorf. Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas 2018. Chemnitz, das scheint so einiges zu sein. Chemnitz ist unterdessen vor allem eine kreisfreie Stadt im Südwesten des Freistaats Sachsen. Chemnitz ist außerdem die drittgrößte Stadt in Sachsen nach Leipzig und Dresden. Weiterhin ist Chemnitz eine Stadt, die sich seit der Wende in einem Prozess der Deindustrialisierung befindet und eine Stadt, die wie viele Städte in Ostdeutschland von einem stetigen Bevölkerungsrückgang betroffen ist. Diese Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge widmet sich erneut der Stadtgeschichte von Chemnitz. Allerdings geht es um ein Kapitel dieser Geschichte, das vermutlich in keiner offiziellen Chronik zu finden ist. Im August 2022 hat Dominik Intelmann im Rahmen des Kantine-Festivals einen kritischen Stadtrundgang zur Stadtgeschichte von Chemnitz durchgeführt. Diese Führung stand unter dem Titel »Chemnitz von hinten«. Ich habe diesen Stadtrundgang damals aufgenommen und im September 2022 bereits einen Auszug daraus zu einer Sendung verarbeitet. Es ging damals um die Geschichte der Arbeiterbewegung in Chemnitz, um die DDR und um den Umbruch von 1989. In der kommenden Stunde soll die letzte Station des damaligen Stadtrundgangs zu hören sein. Es geht um die Geschichte eines Hausprojekts in der Reitbahnstraße 84, das aus einer Hausbesetzung hervorgegangen war und das bis heute Spuren in Chemnitz hinterlassen hat. Wir kommen jetzt zum nächsten und letzten Punkt oder Ort. Hier drüben, dieses Haus, was wir da sehen, ist die Reitbahnstraße 84. Die Reitbahnstraße 84 war von 2007 bis 2010 ein Hausprojekt. Im städtischen Mund hieß es immer das besetzte Haus. Es war aber nie besetzt. Es gab eine Besetzung, die zwei Wochen vorher stattgefunden hat. Die war in einem Haus, das sieht man hier gerade nicht, weil es von Bäumen verdeckt ist, aber es ist tatsächlich in 300 Meter Entfernung. Der sogenannte Kämpfer, der Kämpfer hieß dieses Gebäude, weil dort drin die Zeitung der Kämpfer produziert wurde in der Weimarer Republik. Das war die Zeitung der KPD gewesen. Und dort waren die Druckpresse, dort war die Redaktion. Also es hatte eine alte Arbeiterinnenbewegungstradition. Wir befinden uns in Chemnitz auf der großen Kreuzung am Bernsbachplatz, Reitbahnstraße, Ecke Gustav-Freitag-Straße. Etwa 30 bis 35 Gäste des Kantine-Festivals haben sich auf einem Grünstreifen niedergelassen, blicken in Richtung Reitbahnstraße und lauschen Dominik Intelmann. Dominik Intelmann lebt heute in Leipzig, ist Humangeograf, beschäftigt sich mit der Transformationszeit seit 1989 und forscht zum Wandel von städtischen Strukturen in Ostdeutschland. An dem, was er im Folgenden erzählt, ist er selbst mehr oder weniger beteiligt gewesen. Den Vorgang um die Besetzung des Kämpfers und die Debatten um das Hausprojekt in der Reitbahnstraße 84 hat er begleitet und schon damals kommentiert. Vielleicht hat das auch seinen Blick auf spätere Forschungen von ihm bestimmt, denn in diesen Debatten ging es auch zentral um Fragen der Entwicklung einer ostdeutschen Großstadt. Es begann also mit der Besetzung des Kämpfers in der Karl-Immermann-Straße 23/25. Das war damals ein ziemlicher Knaller, zwei Wochen, weil das tatsächlich so war, dass die Chemnitzer politische Stadtgesellschaft das auch gar nicht so richtig deuten konnte, was das war. In Leipzig hätte man das sofort geräumt. Es gab die Leipziger Linie, die galt für ganz Sachsen. Und es bedeutete, dass auch ohne, dass der Eigentümer diese Besetzung angezeigt hat, die Polizei räumen darf. Also die Polizei darf einfach räumen. Egal, ob es einen Besitzer gibt oder ob der irgendwas sagt, die Polizei darf das eigenmächtig so einschätzen und durchführen. Diese Sachlage war den Chemnitzer Behörden aber gar nicht bekannt.
Und ziemlich schnell entspannte sich daraus auch eine ziemlich solidarische Bewegung. Also die grüne Jugend, Jusos und so, die haben dann so im Internet halt so positiv sich drauf bezogen, haben so Grußadressen abgesetzt, Linksjugend. Genau, also die zeigten, hey, das ist cool. Und was ist der Kontext? Der Kontext war, wir haben ja jetzt gerade von diesem Abstieg gesprochen. Chemnitz war in einem absoluten Abstiegsszenario gefangen. Von 1989/90 an. Die Industriekapazität sank permanent, wie gesagt, um 80%. Arbeitsplätze, Arbeitslosenquote, Bevölkerungszahl, ganz wichtiger Punkt. Also Chemnitz hatte 320.000 Einwohner vor der Wende und hatte dann auf dem Tiefpunkt 240.000. Also ein Viertel der Bevölkerung. Das hatte was mit Abwanderung zu tun, aber eben auch teilweise durch eine radikal zurückgegangene Geburtenrate. Also die Geburtenrate ist auf ein Niveau abgesunken, also nicht nur in Chemnitz, sondern in ganz Ostdeutschland, was wohl nach Soziologien zufolge die niedrigste Geburtenrate war, die jemals auf der Welt historisch auch gemessen wurde. Also es war wie nach einer riesigen Naturkatastrophe irgendwie, also als wäre hier irgendwie irgendwas eingeschlagen. Also die Leute hielten sich in ihrer persönlichen Reproduktion zurück und produzierten einfach keine neuen Menschen mehr. Und das heißt also, Chemnitz war eigentlich so ein bisschen so am Ende. Ne? Die 90er Jahre so laugten diese Stadt total aus. Es gab diese Kämpfe, wie ich sie gerade beschrieben habe. Aber insgesamt war überhaupt keine Perspektive da, was soll denn eigentlich aus dieser Stadt werden? Ne? Der Staat macht hier ziemlich viel Intervention, damit es auch irgendwas aufrechterhalten wird. Es gibt diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Es werden sehr viele Fördermittel benutzt. Es war ja nicht nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern auch sehr viele Fördermittel, um Produktion zu stützen, um Wirtschaftstätigkeit zu stützen. Das heißt, also es war ein ziemlich, eigentlich gar nicht so marktwirtschaftliches Gebilde, sondern es war geprägt, so wie ganz Ostdeutschland, geprägt von 1001 Staatsinterventionen, die dieses Gebilde zusammenhielt, Kohäsion ermöglichte und eben auch politische, sage ich mal, Eruptionen verhinderte. Es ging eben, also das große Ziel war, also irgendwie diesen ganzen Komplex ruhig zu halten, diese deutsche Wiedervereinigung als strahlendes Projekt erscheinen zu lassen. Das ist ganz wichtig gewesen für Helmut Kohl ganz persönlich. Er als der Macher der deutschen Wiedervereinigung wollte eben auch so, dass dieses Thema von, na, in Ostdeutschland läuft da jetzt auch nicht alles gut, das wollte er nicht auf der Tagesordnung haben. Und Ende der 90er drängte sich das aber auf verschiedensten Ebenen total ans Licht. Die Städte, klar, es gab viele Sanierungen, aber andere Bereiche der Großstädte in Ostdeutschland zerfielen vollkommen. Also Ruinen entstanden überall. Diese alten Betriebe waren Ruinen geworden. Überall standen sozusagen die Wahrzeichen davon, dass hier irgendwie so, dass diese Gesellschaft, diese Teilgesellschaft irgendwie doch nicht so produktiv war. Ne? Also klar, hier lebten Leute, die Wohnungseinrichtungen konnten neu gemacht werden. Der private Konsum war jetzt okay. Aber die produktive Basis war überhaupt nicht da. Und es war eben auch, es fiel jetzt allmählich auf, ne, im Stadtbild. Das war dann halt so der Schandfleck-Diskurs. In der Presse tauchte das dann auf wie, ja, da gibt es doch diese Schandflecke. Dieses Haus, da, keine Ahnung, da gehen Obdachlose aus und ein. Oder da spielen Jugendliche und so weiter und so fort. Also so kam das eigentlich zurück in das öffentliche Bewusstsein, dass da irgendwas war, was so schiefgegangen ist. Das sah man irgendwie so an den Rückseiten der Stadt, irgendwie an dem, was man irgendwie nicht wahrhaben wollte. An Leerstand, Entwertung, Abstieg, an all diesen Erscheinungen von Entwertung. Und genau in diese Lücke rutschen eigentlich wir damals. Und es war auch ein Unterschied zu den Hausbesetzerinnen, die es so vor uns gab, die wir auch kannten. Hier in Chemnitz gab es auch eine Hausbesetzerinnenbewegung Anfang der 90er Jahre, wie in allen ostdeutschen Städten. Da wurden Kulturzentren meistens erkämpft, wie zum Beispiel das AJZ, das Alternative Jugendzentrum hier in Chemnitz. Oder das Vorgänger vom Weltecho, das es auch heute noch gibt. Also es gibt viele Institutionen, die so auf so eine Besetzerin oder autonome Vergangenheit zurückblicken können. Und damit hatten wir aber 2007 eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Nicht, weil die Leute irgendwie nicht nett waren, sondern weil unsere Themen irgendwie anders waren. Also unsere Themen waren dann eben sowas wie, ey, es gibt diesen Leerstand, es gibt diesen ungenutzten Raum und diese Stadt ist ultra repressiv. Die sagt,
Also wir haben davor versucht, auf legalen Wege Häuser zu akquirieren. Sie sagt halt, nein, das geht irgendwie nicht aus Sicherheitsgründen, Versicherungsgründen. Wie stellen Sie sich das vor? Also es ist die Lieblingsfrage gewesen, wie stellen Sie sich das vor? Haben Sie überhaupt einen Verein gegründet? Wer ist denn hier der Ansprechpartner? Das war denen halt alles auch zu viel fluide, irgendwie zu wenig hierarchisch. Und daran scheiterte sozusagen unser legales Vorgehen. Also ich switche mal vom Ich zum Allgemein, weil es ist eine Signatur dieser Zeit, die es da abbildet. Es war ja nicht nur in Chemnitz so. Wir haben uns selber den Begriff Raumpionierin gegeben. Das klang nun mal ganz anders als Hausbesetzer. Da schwang sowas mit so von, also es ist total kolonialistisch, also aus heutiger Perspektive ist der Begriff Schrott. Aber damals schwang da sowas mit von kreativ, irgendwie akademisch, irgendwie so ein bisschen cool. Raumpionierin, die entdecken so den Raum, so die wollen so Galerien aufmachen und so Kunst, irgendwas mit Kunst machen. Und das wollten wir ja auch. Das war wirklich so. Genau, deswegen war das irgendwie was ganz anderes. Also wir rückten so in diese Lücke ein von, in diesen ostdeutschen Städten sind enorm viele entwertete Räume entstanden, wo kein Kapitalinteresse besteht, die eigentlich verlassen sind vom Kapital, die das Kapital eigentlich hinterlassen hat in so einer ungleichen Entwicklung. Ne? Also es gab irgendwie Pole, auch in der Stadt, die aufgewertet wurden, zum Beispiel der Kassberg als Wohnstandort oder einzelne Unternehmen. Und auf der anderen Seite wurden Orte aber total abgewertet, beziehungsweise für vielen interessierte sich niemand dafür. Und in diese Lücke wollten wir halt stoßen. Wir wollten halt sagen, ey, wenn das nichts wert ist, warum bekommen wir das denn dann nicht? Warum können wir denn dann nicht einfach reingehen? Also auch sehr spontaneistisch. Warum können wir das nicht einfach reingehen und unseren Kunstkram dann machen, unseren Kreativkram irgendwie, ja, ne? Fokü, Küfa. Und das wollte diese Stadt aber erstmal nicht. Ne? Die Stadtgesellschaft hat auf verschiedenen Ebenen uns klar gemacht. Also ne, wie gesagt, es gab die Grüne Jugend und Linksjugend und so, alles cool. Aber der Großteil der Stadtgesellschaft war erstmal so wie, nee, das ist eine Arbeiterinnenstadt. Hier wird gearbeitet. Und wer nicht arbeitet, wer soll denn da ein Haus bekommen? Also mit welchem Recht? Das heißt also, wir mussten so ankämpfen gegen so alte Schichten von Tradition und so Vorstellungen, wie diese Stadt zu funktionieren hat. In anderen Städten war das schon viel weiter. Also Leipzig war das so eigentlich definitiv so der Vorreiter. Da hat man schon sehr früh erkannt, der Einbezug so von irgendwelchen Querköpfinnen, das ist so die Ressource, um eigentlich so eine ostdeutsche Schrumpfungsentwicklung irgendwie wieder auf andere Bahn zu bringen. Ne? Also irgendwie so bunte Leute einladen, halt mal einen Garten zu machen, so einen Stadtteilgarten oder so ein Wächterhaus. Das wurde dann so entwickelt in Leipzig. So genau das, was wir wollten, nämlich ein Haus, wo wir einfach reingehen können und irgendwas schrauben und werkeln und machen. Das wurde in Leipzig vorgeführt. Und wir in Chemnitz fühlten uns so wie hinterm Mond. Ne? Also wir mussten diesen Diskurs erst so etablieren. Wir haben so gesagt, ja, wir wollen ja die Qualität der Stadt erhöhen. Wir haben dann auch so ein Pamphlet veröffentlicht. Also was man aus heutiger Perspektive, greift man sich wirklich an den Kopf, wenn man das liest, weil es so schleimig und so wachstumsorientiert eigentlich ist. Naja gut, wachstumsorientiert nicht, aber zumindest so, hey, wir wollen die Stadt schöner machen. Lasst uns mal machen und die Stadt wird schöner. Da kommen wieder neue Leute in die Stadt. Also von daher schon wachstumsorientiert, ne? Also schon standortorientiert, standortlogisch gedacht und Lebensqualität. Ne? Also schon an den Punkten angedockt, die in Chemnitz wirklich so frappant immer wichtiger wurden. Also mit dieser alten fordistischen Idee von gute Arbeit, okay Wohnung und Einkaufsmöglichkeiten gibt es auch. Damit kam die Stadt dann nicht mehr durch im Jahr 2007. Das ging halt nicht mehr. Ne? Also es war klar, irgendwie eine Stadt muss eben für Arbeitnehmerinnen, für Lohnabhängige auch schön sein. Flanieren, ein Szeneviertel, eine Kneipenmeile. Da muss irgendwo was sein, wo man weiß, wenn man da hingeht, da trifft man irgendwie auf Leute, die wollen was erleben. So ein urbanes Abenteuer. Die wollen da irgendwie miteinander trinken und, keine Ahnung, Nachtleben so oder sowas genießen. Und das fehlte halt in Chemnitz total. Und es wurde halt bis dahin eigentlich immer so auch so beiseite gewischt, so wie von wegen, nee, wir haben unsere Arbeiterinnen-Tradition, wir haben Maschinenbau, das ist das Wichtige. Und es gibt auch gute Wohnungen. Das muss ja wohl reichen. Aber das hat offensichtlich nicht gereicht. Und allmählich hat sich das auch so durchgesetzt. Die in der Stadtverwaltung haben dann Richard Florida gelesen. Der hatte ja zu dem Zeitpunkt so ein Buch rausgebracht, Die kreative Klasse.
Das ist ein Buch aus den USA von 2002. Und darin beschrieb er halt, Städte, die irgendwie Probleme haben, liebe Stadtverwaltung, macht alles dafür, dass irgendwelche kreative Künstlerinnen, Homosexuelle, alle Leute, die irgendwie quer zu den Verhältnissen sind und so ein bisschen auffallen, dass die alle kommen. Das ist eure Chance. Also das war erstmal so wie, okay, warum die? Warum sollen wir uns solche Leute jetzt irgendwie ranholen? Das passt ja nur. Ne? Also das ist halt interessant, wenn man mal so sieht, wie diese Traditionen so aufeinanderfallen, wie verschiedene Regulationsweisen auch aufeinanderprallen. Nämlich diese fordistische, sehr auf Fabrik fokussierte, sehr auf industrielle Produktion fokussierte Weise hin zu einer Arbeitsweise, die sehr fragmentiert ist. Also flexibilisiert ist. Ne? Also das, was wir da drin machen wollten, ist ja eigentlich arbeiten. Das haben wir selber nicht so gesehen. Das haben die anderen auch noch nicht so gesehen. Deswegen, das entsprach nicht deren Arbeitsbegriff, so von wegen in so ein altes Haus reingehen, da irgendwas machen. Was soll denn da rauskommen? Der Begriff Startup, der war damals noch nicht so verbreitet. Aber das war genau unsere Idee gewesen. Wir wollten da Startups gründen. Nee, es war wirklich so. Also ich persönlich nicht. Obwohl, doch, Moment. Kennt ihr die, in der Bernie gibt es eine Fahrradwerkstatt. Dr. Radinger. Das war mein Startup. Das merke ich jetzt gerade. Nee, es ist aber auch immer schön. Ich kann das nur empfehlen. Also es klingt jetzt blöd. Sich selber in den Prozessen auch wieder zu entdecken. Also das war das, was mir dann auch später oder währenddessen schon ganz wichtig war in diesem Hausprojektprozess. Wer sind wir hier gerade? Was repräsentieren wir? Weil jetzt nur darauf zu verweisen, hey, ich bin ein verrückter, kreativer Typ oder so, das irgendwie reicht nicht aus, um zu verstehen, warum gibt es denn um mir herum auch welche, die so ähnlich sind? Und warum gibt es das auch gleichzeitig in Leipzig und in Dresden oder keine Ahnung wo? Das war für mich zumindest und für ein paar andere auch noch ziemlich wichtig, sich da auch irgendwie zu verorten, einen Begriff dafür zu bekommen, an welcher Schraube drehen wir gerade und welche Position haben wir innerhalb kapitalistischer Verhältnisse. Sich immer nur daran zu erfreuen, dass man irgendwie krass autonom und dagegen ist, das hatte für mich jetzt nicht so eine tiefe Aussagekraft. Also ich wollte mich da schon irgendwie wiedererkennen als, okay, wir haben ja ein Pamphlet geschrieben, das klingt jetzt nicht wie so autonome Hausbesetzung, das klingt eher wie so ein Standortaufwertungspamphlet. Und gleichzeitig sind wir da aber mit Herzblut dran. Wir wollten ja Gebrauchswerte erhöhen, keine Tauschwerte. Ne? Also wir wollten ja wirklich, dass es schön wird, nicht, dass die Mieten steigen und so weiter und so fort. Also das haben wir mit unseren Spatzenhirn schon damals verstanden. Genau, aber das war auf jeden Fall für mich persönlich so der Ausgangspunkt, um auch über diese ganzen Dinge so nachzudenken. Ich lass alles vergammeln. Ich schau zwischen deine Augen. Versuche nicht nach einer Seite abzutriften. Yeah, yeah, yeah. Ich lass alles verschimmeln. Hab ich alles verschimmeln lassen? Das ist jetzt eine ähnliche Verantwortung wie zur Ausgangssituation. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ich such nach Kompromissen. Nach unerfüllten Wünschen und am besten beidem zusammen. Aber nichts darf man über Gewicht verlieren. Trotzdem in Bewegung. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
das nachvollziehen. Chemnitz, die Perle des Mittelmeers. Chemnitz hat das größte zusammenhängende Jugendstilviertel in Europa. Chemnitz, die Stadt der Moderne und die Stadt der Zukunft seit ungefähr 700 vor Christus. Chemnitz, die am besten an den Fernverkehr angebundene Stadt Mittelsachsens. Chemnitz, der Hauptverkehrsknotenpunkt Europas. Chemnitz, die Perle des Mittelmeers. Chemnitz, Stadt mit dem größten Yachthafen aus Deutschlands. Chemnitz lacht und singt. Bitte. 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 20. Juni 2007, Tag der Besetzung. Eine nette kleine Meldung nebenbei. Soeben hat eine Gruppe Jugendlicher die Forderungen des Jugendaktionstags auf ihre Weise umgesetzt. Sie besetzen die leerstehenden Gebäude der ehemaligen Gedenkstätte der Kämpfer in der Karl-Immermann-Straße 2325. Damit wollen sie unterstreichen, dass der Jugendaktionstag keine weitere Party unter vielen ist, die die Lenker dieser Stadt am nächsten Tag mit Leichtigkeit vergessen können. Denn unsere Stadt hat ein Problem, um das langsam niemand mehr herumkommt. Niemand mag sie so recht. Die Schuld sehen die Hausbesetzer auch darin, dass all die Freiräume, die unsere Stadt durch die wirtschaftlichen Veränderungen zu bieten hat, also die leerstehenden Häuser und Fabriken, nicht genutzt werden dürfen. Sie haben es ja versucht, doch sie verzettelten sich in Auflagen und Gesetzesblättern. Da hatten sie keine Lust mehr. Sie sprachen mit Stadträten und Beamten, mit Wohnungsbauunternehmern und der Presse, doch nichts half so recht. Auch der Brühl, der als Jugendviertel ausgerufen wurde, versandete auf diese Weise. Jetzt also versuchen die Hausbesetzer, notwendige Diskussionen in Gang zu bringen. Wie reagiert man auf den Weggang vieler liebgewonnener Mitbürger? Keine Tränen nachweinen? Warum ist es hier so schwer, eine Idee zu verwirklichen? Und überhaupt, was heißt hier Chemnitz, die Innovationswerkstatt? Jetzt aber hin. Sie brauchen eure Hilfe, denn sie kämpfen auch für euch. Am 26. Juni 2007 wurde der Kämpfer in der Immermannstraße besetzt. Die Flugblätter und Pressetexte von damals lesen sich heute wie eine Mischung aus radikaler Ansage und Appell an eine progressive Stadtentwicklung im Sinne des Standorts Chemnitz. Freiräume werden als Ressource angepriesen und als Vorbild galt das Wächterhauskonzept, wie es bereits in Leipzig praktiziert wurde. Tatsächlich brachte diese Besetzung Bewegung ins Spiel. Zwar konnte der Kämpfer aufgrund privater Investitionspläne nicht gehalten werden, aber nach 2 Wochen war die Reitbahnstraße 84 als Ausweichobjekt auserkoren, inklusive eines Nutzungsvertrags. Dieses Reitbahnstraße 84, wie gesagt, also nach 2 Wochen Hausbesetzung gab es dann den Umzug. Die GGG, also die städtische kommunale Wohnungsgesellschaft, bot uns dann dieses Haus an. Das war der Hauseingang, der über diesem Fahrradladen ist. Da wohnten insgesamt, ist hier noch jemand, der mal drin wohnte? Wohnst du da mal? Also hier ist niemand mehr, hier gibt es eigentlich keine Zeitzeugin mehr. Also Zeugin schon, aber gewohnt, ja genau. Nee, ist auch egal, auf jeden Fall wohnten da glaube ich 30 Leute drin oder so. Und auf jeden Fall, ziemlich schnell war klar, dieser Mietvertrag ist sehr prekär. Also es war ein Nutzungsvertrag, der war nicht befristet, aber der war jederzeit kündbar. Das heißt also, uns wurde da auch so hinter der Tür gesagt, liebe Leute, schaut euch schon mal nach einer Alternative um. Also versucht in Verhandlungen zu treten mit der GGG, um da irgendwie ein Alternativquartier zu finden, weil in dem Standort geht es nicht weiter. Das wird entweder abgerissen oder aufgewertet. Wir haben das erst später erfahren, dass das eigentlich abgerissen werden sollte, bevor wir da reingegangen sind. Danach kamen neue Ideen auf, ne? Stichwort kreative Stadt oder so. Ne? Das, man hat irgendwie durch uns, wir haben eigentlich markiert, ey, hallo, das ist genau zwischen Universität und Innenstadt. Das ist doch wohl das Geilste, wenn man da irgendwas stattfindet. Also vorher Abriss und danach, hey, da machen wir was draus. Aber dazwischen lagen halt wir.
Und wir wollten halt nicht irgendwie ein Ersatzobjekt suchen, weil was in den ersten Wochen und Monaten dort passiert, war eine unglaubliche Dynamik. Es entstand eine FOKÜ, also heute sagt man KÜFE, aber damals hieß es FOKÜ, Volksküche. Und da kamen jede Woche 100, 150, 250 Leute. Es war halt eine Mischung, von der viele Leute gesagt haben, sowas hätten sie in Chemnitz entweder noch nie oder seit vielen Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Nämlich eine Mischung aus Menschen, die halt vollkommen prekarisiert sind, bis hin zum Professor. Also durch diese Nähe zur Universität und zur Innenstadt war das ein unglaubliches Gebräu, was total spannend war, auch ultra anstrengend war. Also der Ruf nach einer Streetworker, also Jugendsozialarbeiterin war dann auch ziemlich schnell da, weil man das selber gar nicht so gut handeln konnte. Es waren sehr, sehr, sehr komplexe Problemlagen, die da so aufeinander trafen. Also die Professoren hatten natürlich weniger Probleme und die mussten wir uns nicht kümmern. Genau. Und dieses drohende Entmietet oder dieser drohende Beendigung des Nutzungsvertrags hat uns angespornt, zusammen mit dem Stadtplanungsamt. Das ist auch nochmal eine interessante Geschichte, die darauf hinweist, dass sich irgendwie ein Epochenwandel vollzogen hat in der Zeit. Das Stadtplanungsamt hatte in der Zeit, einen Monat vor der Hausbesetzung, hatten die hier im sogenannten Reitbahnviertel, was hier beginnt, so ein bisschen so crazy Stadtplanungsbüros aus Berlin angesetzt, um dieses Viertel irgendwie neu zu framen, um dem neue Identität zu geben, Bürgerarbeit, irgendwie bla bla bla. Auf jeden Fall waren da so hippe, so zwei oder ein hippes Kollektiv war, so Komplizen hießen die, schon der Name, also Stadtplanungsbüro Komplizen. Und die stürzten sich auf uns. Als die Hausbesetzung war, war das so wie geil. Ne? Für die war das so, die kamen aus Berlin, die wussten sofort, das sind unsere Leute. Und nach denen suchen wir. Dieses Viertel ist tot, da ist überhaupt niemand, da wohnen zwar Leute, aber de facto passiert da nichts. Und endlich haben wir unsere Akteurin gefunden. Diesen Bund, Grell, das ist genau das, was wir brauchen. Und die spornten uns dann an, macht das Ding richtig groß. Wir schreiben da ein Konzept für den ganzen Block, für das ganze Carré. Also nicht nur der Hauseingang, sondern der restliche Leerstand auch. Der restliche Leerstand, den der GGG gehörte. Also ein Teil davon, der Großteil, also zwei Drittel davon gehörte der GGG und stand leer. Und das restliche Drittel war auf verschiedene Privatbesitzer verteilt. Das heißt also, wir haben geplant für die zwei Drittel der GGG. Und das hieß dann XK, experimentelles Carré. Also wir kommen von der Schraubenfabrik SK zum Hausprojekt XK, experimentelles Carré. Es war so witzig, weil die Baubürgermeisterin immer SK gesagt hatte. Naja. Ja, Herr Entelmann, Sie vom SK. Wir sagten mal XK. Genau. Also es sollte auf einmal ein riesiges Projekt werden. Also wir wurden da halb so dahin gedrängt. Ne? Wir fühlten uns so ein bisschen so dahin getragen. So das Stadtplanungsamt fand das irgendwie cool. Also oder zumindest dieser Bereich da. Und wir sollten das in den Stadtrand bringen. Also diese Idee experimentelles Carré an dem Ort, darüber wurde dann abgestimmt. Wir sind im Vorfeld, also ich persönlich auch tatsächlich, zu allen Stadtratsfraktionen gegangen, außer zu Pro Chemnitz. Zu allen Stadtratsfraktionen gegangen, um die von diesem Projekt zu überzeugen. Ich erinnere mich noch sehr lebhaft an einen Besuch bei der FDP. Bei der CDU weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall bei der FDP. Und da waren halt so alte Männer. Oh, Eddie, komm mal rüber, hier sind so Jugendliche, du machst doch was mit Jugend. Und da kam der Eduard Jenke. Eduard Jenke war so Ende 20, so Hemdträger, fühlte sich sichtlich unwohl bei unserem Anblick. So abschätziger Blick, aber gut, Jugend, ja, stimmt, es sind Jugendliche. Und dann hat er sich das so angehört und mit ihm die anderen halt so auch. Und die sagt so, naja, wir überlegen das uns. Also die FDP war jetzt ja nicht die Hauptkraft, nur bei denen war es so witzig, weil es war halt klar, irgendwie, das sind nicht die Grünen. Die Grünen waren total, das waren unsere besten Freunde damals. So, die fanden das alles geil, Hauptsache aufmischen und bunt und grell und irgendwie die Stadt aus dem Dornröschenschlaf rausruppen oder so. Und die FDP war halt irgendwie auf der anderen Seite der Kapitalfraktion oder so, keine Ahnung. Und die waren skeptisch, aber letztlich haben wir eine Mehrheit bekommen und mit den Stimmen auch von Teilen der FDP-Fraktion. Das war ein ziemlicher Erfolg gewesen. Also es gab eine Stadtratsmehrheit für das XK. Und dann kam aber ein Prozess, der uns sehr, 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 auch in unserem Verständnis von Demokratie,
Das habe ich erst jetzt, aber ich glaube, damals ist es so richtig aufgefallen. Die GGG gehört der, ist ja 100%ige Tochter der Stadt. Und für uns war es in unserem spontaneistischen Bewusstsein war es irgendwie klar, wenn es diesen Stadtratsbeschluss gibt, dann muss die 100%ige Tochter der Stadt das ja umsetzen, ist ja klar. Aber die GEG hat gesagt, nee, wir sind ein eigenständiges Unternehmen. Also klar, wir gehören der Stadt, aber unser Aufsichtsrat ist ja kein politischer Aufsichtsrat. Da sitzen 2, 3 Stadträte drin, mag sein, aber der Rest, das sind Betriebs- und Volkswirtschaftler und Leute von der Bank. Und wir sind überhaupt nicht einverstanden mit dem Projekt, weil wir haben was anderes vor damit. Und so wurde das gestoppt. Also innerhalb der Stadtpolitik war das, die fanden das alles scheiße. Also in der SPD oder CDU nicht, denen war es egal. Aber SPD, Grüne, Linkspartei, die fanden das halt scheiße. Für die war es halt wie, ja, das erleben wir die ganze Zeit. Wir machen tolle Stadtratsbeschlüsse und die GEG setzt es halt dann auf die lange Bank oder führt es halt einfach nicht aus. Und so wurde das dann hingezogen. Das Ende vom Lied war, um diese Story jetzt mal ein bisschen einzukürzen, sie ist sehr interessant, kann ich nur sagen, und würde noch stundenlang gehen. Und sie ist auch sehr repräsentativ und ist eine Signatur dieser Zeit auch gewesen. Aber auf jeden Fall in Kurzform war es dann halt so gewesen, die GEG hat uns gekündigt, weil es irgendwie klar war, wir gehen nicht auf Alternativdiskussionen ein, wir wollten an dem Standort bleiben. Und dieser Stadtratsbeschluss, daran fühlte sich die GEG nicht gebunden. Okay, jetzt kommt die Kündigung ins Haus, womit sie nicht gerechnet haben, dass dann eine soziale Bewegung entsteht. Dann ging es nämlich richtig ab. Und diesmal eben nicht nur in der alternativen Szene, sondern auf einmal kam so der ehemalige Theaterdirektor oder keine Ahnung, irgendwelche Kunst, irgendwelche Malerinnen, irgendwelche 60-Jährigen, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie schon immer gesagt haben, ey Chemnitz, das geht mal gar nicht, wie ihr mit Leuten umgeht, die halt irgendwie mal was Leben in die Bude bringen wollen. Und die kamen dann alle aus der Versenkung und haben sich zu Wort gemeldet. Und da gab es dann irgendwie so, das hat eigentlich gar nichts direkt mit dem Ex-Guy zu tun, da ging es halt um Stadtentwicklung in Chemnitz, um Industriemuseum. Da war halt Barbara Ludwig, die damalige Oberbürgermeisterin, auf dem Podium. Und die Geschäftsführerin von Niles Simmons, das ist so ein großer Industriebetrieb. Und das war ein Scherbengericht für die Oberbürgermeisterin, weil diese Frau von Niles Simmons immer gesagt hat, also was hier in Chemnitz fehlt, früher bin ich mit meinen Geschäftspartnerinnen aus Japan, da sind wir immer ins Vox gegangen. Das ist zugemacht worden. Frau Ludwig, machen Sie doch einfach mal die Buden, diese ganzen Ruinen, machen Sie das doch mal einfach mal auf und lassen Sie die Leute rein. Und das war natürlich ziemlich krass. Auf einmal, ne, Maschinenbau, die Bourgeoisie sagt zum lokalen Staat, macht es auf, lasst die Freaks rein. So. Und das war für uns nochmal so wie, wow, okay. Also das ist gerade ein großer Diskurs hier. Das ist nicht nur irgendeine Randsache, das ist kein Nischenthema, weil wir so gerne kreativ sein wollen oder Haus besetzen oder irgendwas, sondern das ist gerade ein Megathema. Hier geht es eigentlich um die Stadt. Ne? Also die Industriebetriebe sagen, ey, wir haben Probleme, wir müssen höhere Löhne zahlen, weil die Leute hier nicht freiwillig herkommen. Wir haben ein echt krasses Problem mit der Lebensqualität. Die Kneipenmeile fehlt. Wo ist die Kneipenmeile, Frau Ludwig? Die Freaks fehlen, die Künstlerinnen, die das alles irgendwie ermöglichen. Machen Sie das endlich. Chemnitz, Geburtsstadt von Karl Marx und Herbert Grönemeyer. Chemnitz, das Breslau des Südwestens. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Chemnitz? Da finden doch die Chemnitzer BSD-Tage statt. Die haben doch das Papier erfunden. In Chemnitz steht das höchste Gesamtkunstwerk der Welt. Chemnitz, die Hauptstadt von Bayern. Bye.
guten Tag, herzlich willkommen zu einem Radiospezial, das sich mit der Reitbahnstraße 84 beschäftigt, beziehungsweise mit dem bevorstehenden Ende der Reitbahnstraße 84, beziehungsweise mit dem, was vielleicht aus der Reitbahnstraße 84 für diese Stadt wird. Die drei Jahre, in denen die Reitbahnstraße 84 als Hausprojekt Bestand hatte, waren drei Jahre voller unverhoffter Begegnungen und außergewöhnlicher Konstellationen. Viele Menschen haben sich in der Reba politisiert, es wurde gebastelt und diskutiert, nicht zu unterschätzen waren Rausch und Party, was auch zu Konflikten mit Bewohnerinnen führte. Diese drei Jahre bedeuteten aber auch endlose Verhandlungen mit der GGG und mit der Stadt. Weil es kapitalstarke Interessen an benachbarten Immobilien gab und die GGG eine negative Signalwirkung befürchtete, wurde der Nutzungsvertrag schließlich gekündigt. Obwohl sich manche Aktive in der Reba nicht auf einen Ausweichort einlassen wollten, gab es, kurz bevor der Trägerverein seine Beine gestreckt hätte, drei Ausweichobjekte in der Bernsdorfer Straße, in der Adelsbergstraße und in der Leipziger Straße. Die Projekte, die im Nachgang zur Reba dort entstanden sind, gibt es heute noch. Eben habt ihr das Intro zu einer Gesprächsrunde bei Radio T vom Oktober 2010 gehört. Moderiert von Jörg von Radio T haben da Robin, Dominik und Thomas ihr Resümee zum Ende der Reitbahnstraße abgegeben. Den Weggang aus der Reitbahnstraße empfanden sie als Niederlage. Auf die Frage nach den Erfolgen der Auseinandersetzung um die Reitbahnstraße haben sie damals Folgendes geantwortet. Ich denke, im Kern hat der WKB und dieses Projekt eigentlich das genau errungen, was es zu erringen gilt, nämlich ein Bewusstsein für eine Problematik ist vielleicht zu hoch gestochen, aber dort zumindest uns selbst die Problematik vor Augen zu führen, in welcher Welt wir hier überhaupt agieren, mit unserem zivilen Veränderungswillen. In der Hinsicht, dass wir Probleme hier in Chemnitz, in dieser provinziellen Ebene, auf die Tagesordnung gehoben haben, die eigentlich normalerweise nur in der weiten Welt funktionieren, also oder beziehungsweise problematisiert werden, die hier eigentlich nicht zur Kenntnis genommen werden. Also in der Hinsicht hat der WKB sein Ziel voll erfüllt, nämlich mit, dass das experimentelle Karree dann letztlich solche Dinge hervorgezaubert hat, solche Erkenntnisse wie, dass der Investor Keilholz zum Beispiel, dass er, also wenn ich jetzt mal verkürzt sage, am längeren Hebel sitzt, ohne dass ich jetzt irgendwas gegen Investoren sage, aber dass man ihm diesen längeren Hebel auch einräumt. Deswegen ist es auch eine Zäsur zwischen... Dass die Stadt sich auch in dem Fall zwischen euch und dem Investor dann eben für den Investor entscheidet. Genau. Das ist zwar ein Thema, was jetzt hier in der Stadt nicht so für wichtig erachtet wird, beziehungsweise wo man schnell dasteht als jemand, der vielleicht überschnappt, ne? Also man betrachtet lieber, also wir hatten jetzt auch vor kurzem ein Interview mit einem Stadtstreicher gehabt und man betrachtet lieber die Buntheit des Projektes, als dass man jetzt quasi auf diese eklatanten Widersprüche, die genauso in Caracas und Rio de Janeiro irgendwie oft zu finden sind, rekurriert. Genauso ging es ja der Linkspartei, dass sie halt nicht verstanden hat, dass wir hier ihr Kuba sind oder ihre Solidarität mit Bolivien oder was auch immer. Dass sie halt nicht verstanden hat, dass genau das, was sie eigentlich in der Ferne mit Solidarität eindecken, dass sie dies in der Nähe quasi mit der Frage begegnen, ja, habt ihr denn überhaupt einen Finanzierungsplan für eure Aneignung der Öffentlichkeit? Habt ihr da was? Habt ihr euch das mal genau durchgerechnet? Also allein diese Frage ist schon eine Entsolidarisierung par excellence. Ja, also ich denke halt auch, dass der Mehrwert, wenn man mal irgendwie in der Sprache bleiben will, des Projektes daran liegt, dass zum einen sich Leute professionalisieren können, also die sich vielleicht irgendwie zukünftig aus der ganzen Sache als Kulturmanager irgendwo installieren können oder so in anderen Projekten. Und was ich halt auch persönlich wichtig finde, was der Dominik gerade angesprochen hat, dass halt die Verwerfungen offenbar werden, ne? Also die und dass die Akteurskonstellation, so wie sie sich für uns darstellen, halt eine Erfahrung gewesen sind, wie halt Stadtpolitik funktioniert, wie beschissen das eigentlich alles ist. Ne? Dem neuen Projekt in der Leipziger Straße standen die drei damals hörbar skeptisch gegenüber.
Die drei Nachfolgeprojekte haben mittlerweile seit über 10 Jahren Bestand, haben sich unterschiedlich entwickelt und sind heute sicher noch einmal anders zu bewerten. Zurück zur Stadtführung im Jahr 2022 und noch einmal zurück zum Zeitpunkt vor dem Auszug aus der Reitbahnstraße 84. So blickt Dominik Intelmann 11 Jahre später auf die damals gemachten Erfahrungen. Und wie gesagt, wir haben uns lange dagegen gesperrt, ein Alternativangebot anzunehmen. Und das Thema kochte immer weiter hoch. Irgendwann war klar, wenn der Tag des Auszugs kommt, muss die Stadt Chemnitz damit rechnen, dass wir bleiben werden. Dass da geräumt werden muss mit Polizei. Also dass das wirklich in eine Form von Militanz ausarten könnte. Das waren die Schreckensszenarien der Stadt. Und dementsprechend wurde sich dann nochmal in den Wochen vorher nochmal richtig ins Zeug gelegt. Da hat dann die Stadt uns angeboten, eine große Podiumsdiskussion zu machen im größten Saal vom Theater. Da waren dann 300 Leute da. Das ist richtig viel gewesen für Chemnitz. 300 Leute waren in diesem Saal. Dort vorne saßen die Oberbürgermeisterin, die Chefin von der GGG, also von dieser Wohnungsgesellschaft in der Kommunalen. Und wir, also Markus Börner und ich, waren da auf dem Podium gewesen. Damals, also Geschlechterverhältnisse waren unter aller Sau. Und es war wirklich das Scherbengericht für diese ganzen alten Auffassungen von Ordnung, Sicherheit und diese alten Vorstellungen von Arbeit und Fleiß, ne, das, was Chemnitz ausmachen sollte. Und die Oberbürgermeisterin und diese GEG-Chefin haben erstmal irgendwie so immer wieder darauf abgehoben, nein, an der Stelle geht's nicht, an der Stelle geht's nicht. Und dann auf einmal haben sie einen Joker gezogen. Da haben sie gesagt, so, liebe Leute, wir bieten euch jetzt an, da gibt es ein großes Ensemble, das sieht eigentlich genauso aus wie das hier, an der Leipziger Straße. Das geben wir euch. Und wir schwören, diesmal ist es diesmal ist es wirklich langfristig. Und ihr könnt darauf zählen, dass wir kooperieren. Ne? Das haben die uns, wir waren da ziemlich baff, weil das hatten wir dann, wir haben uns eigentlich einfach nur schlecht vorbereitet. Eigentlich hätten wir gar nicht baff sein müssen, weil das war ja eigentlich zu erwarten. Und genau, das war so eigentlich so die Klimax von dieser Geschichte. Seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Weil tatsächlich haben wir diese Häuser dann bekommen. Ich persönlich hatte eigentlich Interesse an diesem politischen Konflikt, der war halt richtig geil. Also wirklich diese Stadtgesellschaft so permanent vor sich herzutreiben, dieses Thema immer größer werden zu lassen, über Kapitalfraktionen hinaus irgendwie Solidarität zu erleben und zu sagen, ey Leute, macht die Buden auf. Aber tatsächlich, wir haben ja dann die Buden aufgemacht, auf eine Weise. Die Bernie ist daraus entstanden. Also das war eigentlich ein Paket, was angeboten wurde. Das direkte Nachfolgeprojekt des XK ist die Zukunft, nicht die Zukunft, das Kompott geworden. An der Leipziger Straße kann man sich auch jetzt noch anschauen. Ist ein Hausprojekt, was eben jetzt seit 11 Jahren besteht und auf seine Weise funktioniert. Da kann ich jetzt auch nicht mehr so viel dazu sagen. Und daneben gab es halt noch zwei weitere Hausprojekte, nämlich die Bernie und noch ein Hausprojekt an der Uferstraße, was aber so ruinös war, dass die Leute, die das übernommen haben, nach 3 Jahren aufgrund der baulichen Herausforderungen das wieder abgegeben haben. Zurückgegeben an die GGG. Also aus heutiger Perspektive greift man sich an den Kopf, weil man sagt, ey, hallo? Also hätte man da vielleicht noch eine andere Gruppe finden können. Damals hat man aber keine andere Gruppe gefunden, wollte niemand haben. Genau, auf jeden Fall, das war so die Klimax. Also wenn man so will, haben sich dadurch halt unglaubliche Lernprozesse auch in dieser Stadt vollzogen. Also sie haben so kapiert in der Zeit, also die Baubürgermeisterin, die Verwaltung und alle, die sich damit befassen müssen, auch die Parteien, diese Leute, die da auf uns zugekommen sind, das ist eigentlich so diese neue Klasse, die uns habituell erstmal eher abstößt, aber die diese Wachstumsorientierung, die wir ja eigentlich alle teilen, auf eine andere Weise weiterführen können. Also das ist eine Ressource, um die Krisen und Konflikte und Probleme dieser Stadt irgendwie zu bearbeiten. Ansatzweise zu bearbeiten. Nicht natürlich in vollem Gänze, das war denen schon klar. Also Maschinenbau ist schon noch immer so die bringen den meisten Output. Und da hat sich dann zum Beispiel Kreatives Chemnitz gegründet. Das ist so der Lobbyverein der kreativen Start-up-Szenerie von Chemnitz. Die mussten sich auch erstmal in der Industrie- und Handelskammer durchsetzen, um als gleichberechtigte Partner gesehen zu werden. Aber heute ist dieser Prozess abgeschlossen. Heute ist klar, Kulturhauptstadtbewerbung,
jetzt müssen die Leute alle ran. Wir brauchen die Leute aus der freien Szene. Die werfen sozusagen das Wilde in die Waagschale dieser neokapitalistischen Stadt. Also da werden so sozusagen die neuen Ideen geboren, die verrückten, der Darm von Marx. Also einfach diese ganze Scheiße, die muss in die Öffentlichkeit. Bis hin zu der letzte Lernprozess, der wirklich sehr bemerkenswert war, war dieser Bitbook-Prozess, also dieses Buch, was die Stadt Chemnitz abgeben musste bei dieser EU-Kommission zur Bewertung Kulturhauptstadt ja oder nein. Da gab es zwei Bitbooks und von diesem ersten Bitbook sagte dieses EU-Gremium, oder das europäische, es ist nicht EU, das europäische Gremium, hey, Stadt Chemnitz, ihr habt echt Probleme. Ne? Ihr habt 2018 Neonazi-Riots gehabt, ihr habt NSU-Kerntrio in eurer Stadt gab, was da jahrelang gelebt hat, das ist im Bitbook nicht drin. Und da war es erstmal so wie, hä? Aber sollte im Bitbook nicht eigentlich nur drinstehen, dass wir eine schöne Kulturstadt sind und dass wir ein Theater haben und das eigentlich alles schön ist? Ich dachte, das wäre das gewesen, warum Städte Kulturstädte wären. Nee, also das war auch nochmal sozusagen einstweilen letzte Lernprozess, dass man gesehen hat, okay, diese Hässlichkeit oder die Scheiße, die hier stattfindet, die ist in bestimmten Kontexten eine Ressource. Also noch einen Schritt weiter gedreht an diesem Rädchen, diese krasse Neonazi-Hegemonie oder ja, Teilhegemonie hier in dieser Stadt, das muss mit ins Bitbook, das muss mit in die Bewerbung rein. Also das muss ganz unbedingt für so überregionale Gremien ist das der Ausgangspunkt dafür zu sagen, ja, das soll Kulturhauptstadt werden, genau um diese Probleme zu bearbeiten. In der Stadt selber, in der Verwaltung, musste man sich erst an den Gedanken gewöhnen, dass das ja damit einhergeht, ein Eingeständnis, ja, wir haben ein Problem mit rechten Strukturen. Wir haben ein Problem damit, dass ein Viertel der Bevölkerung, die hier wählen geht, rechte Parteien wählt. Das gehörte dazu. Und diese lange Geschichte dieser, sag ich mal, Öffnung dieser Stadt und das Exka und die Reitbahnstraße war ein ganz, ganz wichtiger Zwischenschritt dazu, äußert sich heute darin eben, dass das eben verschiedenste, zunächst eher argwöhnisch behandelte Gruppen eher so mit einbezogen werden in wichtige Prozesse, die das sozusagen die Entwicklung dieser Stadt mitprägen. Und in Folge des, das möchte ich nochmal als letzten Punkt vielleicht nochmal hervorheben, in Folge dieses Ex-Cars waren dann auf einmal Prozesse möglich, die vorher undenkbar waren. Also man hat wirklich so gemerkt, okay, diese Frage nach Nutzung von Freiräumen ist ein ganz anderer Umgang damit. Die Stadtverwaltung hat sich dazu zum Beispiel eingesetzt dafür, dass so ein Club, Atomino, dass die einen richtigen Ort finden. Das war wirklich so wie, wow, okay, wir müssen diesen Club unbedingt halten. Wir müssen einen Ort finden, wo er ungestört laut sein kann, ohne dass er Nachbarschaften stört. Und Barbara Ludwig, die Oberbürgermeisterin, ist da persönlich, da gab es dann an dem neuen Standort auf dem Brühl, gab es dann Probleme, haben sich Leute beschwert wegen Lautstärke. Barbara Ludwig persönlich reingegangen, hat versucht, irgendwie die Wogen zu glätten. Verständnis zu erzeugen, hey, das ist ein Club, das gehört zu Chemnitz dazu, es soll doch ein Nachtleben geben. Also hat man wirklich so gemerkt, hey, es ist wirklich was passiert. Also diese Stadt soll ein Nachtleben bekommen. Bis hin zu Lars Fassmann. Lars Fassmann ist ganz interessant, weil Lars Fassmann wurde hier, ich weiß gar nicht, ja doch, das kann man schon so sagen. Lars Fassmann war in dem Endprozess der Reitbahnstraße eine Figur, die am Rande auch eine Rolle gespielt hat. Sagen wir es mal so ganz, ganz vorsichtig. Eine sehr positive Rolle. Und ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich das so interpretiere, dass er dieses Scheitern des Exkas an diesem Ort, dass er für sich den Schluss daraus gezogen hat, diese Stadt verbockt alles. Das Einzige, was man hier machen kann, ist, das als Privatmann durchzuführen. Also diese Idee von Hausprojekten, diese Idee von kollektiver Produktion in Nischen, in Ruinen oder in abgefrackten, entwerteten Gebäuden, das machen wir jetzt mal hier in Chemnitz nicht auf Kollektivebene, wie das in Leipzig zu dem Zeitpunkt dann schon Fuß fasste, sondern das macht hier ein Privateigentümer. Lars Fassmann zog dann los, kaufte Häuser, erstmal auf dem Kassberg, das war dann Streubesitz, hat er wieder abgestoßen, dann eben auf dem Sonnenberg. Und auf dem Sonnenberg hat er sich ja quasi ein ganzes Ensemble zusammengekauft, wo er dann diese Ideen, der Hintergrund ist,
Er hat eine IT-Firma. Er ist auch darauf angewiesen, also nicht large scale, sondern wenn man so will, klein, auf einer kleinen Ebene, angewiesen darauf, dass es überregionale Zuwanderung gibt, dass er Fachkräfte findet für seinen IT-Betrieb. Und deswegen war ihm die kreative Klasse immer sehr nah, beziehungsweise auf definitiven Teil davon. Und er hat im Grunde genommen diese Häuser eröffnet, die den Humus, dieses Umfeld dieser kreativen Eliten dann vielleicht auch erarbeiten und ermöglichen. Also Häuser für Kreative, Häuser, damit der Chaos Computer Club reinzieht, Häuser, damit Lesecafés, Theater, Kultur, Startups, DIY-Projekte, Galerien, keine Ahnung was, Bars, damit dort alles stattfinden kann. Und das halt auf einem, sag ich mal, Selbstkostenpreis. Also die Mietpreise bei Lars Fassmann ist meines Wissens bis heute auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Ah, sie sind gestiegen. Gut. Aber es ist definitiv zu merken, das ist jetzt nicht sein Hauptgeschäftsfeld. Sein Hauptgeschäftsfeld ist und bleibt sein Unternehmen. Und das, was er da gemacht hat als Stadtentwickler, als Privater, das ist auch einzigartig, auch mindestens in Ostdeutschland, darüber hinaus ist mir eigentlich auch nichts bekannt, ne? Dass sich jemand irgendwie so eine Stadt zusammenkauft, um dann eine kreative Klasse irgendwie anzusiedeln. Und das halt auf so einem DIY- und Low-Level-Niveau, ohne damit kurzfristig Gewinne abziehen zu wollen. Das ist schon was Besonderes. Und die Inspiration bzw. die Notwendigkeit, das so durchzuführen, hat Lars Fassmann in dem Prozess rund um das experimentelle Karriere entwickelt bzw. übernommen. Und das ist schon nochmal interessant zu sehen, wie man hat so diese Mikroebene, da steckt man irgendwie drin, man besetzt ein Haus und man hat so Struggles. Und auf einer Makroebene zu sehen, okay, das sind so die Verschiebungen, die dann irgendwie in einem Buch über Neoliberalismus oder kreative Stadtentwicklung irgendwie so drinstehen. Ne? Und die sich hier halt vielleicht so 5 Jahre später als anderswo vielleicht vollzogen haben. Aber in all ihren Facetten und Schattierungen, in all ihren Agenten, da ist der Lars Fassmann, da sind wir, da ist die Stadtverwaltung. Also irgendwie immer natürlich in einer ganz individuellen Konfiguration, aber doch immer wieder als Agentin von verschiedenen Fraktionen, also Kapitalfraktionen, wenn man so will. Und immer wieder sozusagen mit einem impliziten Auftrag, der einen niemand gegeben hat, aber der in einen so arbeitet. Genau, also das ist, so würde ich jetzt mal so dieses Chemnitz von hinten aufgerollt, ne? So findet man das, wie gesagt, in keiner Stadtgeschichte. Diese langen Linien dieses Niedergangs, diese Deindustrialisierung, dieses Bild der produktiven Stadt ist bis heute da. Bei der Kulturhauptstadt ist es wieder Stadt der Macherin, ne? Die Macherin, Makerspaces. Ne? Aber das soll versöhnt werden mit diesen neuen Formen der flexibilisierten, ästhetisierten Arbeit, Kreativität. Das soll alles zusammenfinden. Und natürlich das weiterhin, dass das mega schwere Problem ist, das hat, wurde in der Kulturhauptstadtbewerbung schon auch richtig erkannt, ist die schweigende Mitte. Ist so das Problem, dass der Kern dieser Stadt eigentlich nicht ansprechbar ist. Das können bestimmt viele Städte von sich sagen, oder es ist so eine allgemeine, die schweigende Mitte, ist ja nicht nur Chemnitz, das könnte man über Deutschland genauso sagen. Aber hier ist es doch sehr stark, dass man so merkt, okay, da melden sich jahrelang nichts zu Wort und auf einmal hat man 25% AfD. Ne? Da meldet sich was zu Wort, was still ist, was offensichtlich keine Teilhabe. Also ich will das jetzt, ne, das sind meine Deutung. Also da geht es auch um faschistische Einstellungsmuster, das will ich überhaupt nicht bagatellisieren. Aber definitiv meldet sich das auch was zurück, was eben zurückgeht auf eine, ja, verunmöglichte Teilhabe innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft. Und da gibt es verschiedene Wege. Sieghard Bender hat den einen versucht, hatte Teilerfolge gehabt. Der andere, sozusagen klassische Weg, der ja die Bundesrepublik Deutschland angemahnt hatte, nämlich Integration in die Vollerwerbs- und Vollleistungsgesellschaft, der wurde den Leuten hier auch vorenthalten. Auch Miteigentümerinnen zu werden, wurde den Leuten vorenthalten. Also es ist eine Gesellschaft, eine Stadtgesellschaft der Menschen, denen irgendwas vorenthalten wurde, teilweise auch eingebildet, ne? Oder beziehungsweise rassistisch verarbeitet. Auf einmal kommen Menschen aus anderen Ländern mit einer anderen Hautfarbe in die Stadt und auf einmal wird darauf projiziert, dass das die Gründe ist, warum man bestimmte Teilhabe nicht leben kann oder konnte. Letzter Punkt, 2018. Nur um das mal zu verdeutlichen, was ich damit meine mit Teilhabe. Bis 2015 war diese Innenstadt von Chemnitz, der Stadtteilpark, ein leerer Park gewesen. Das war kein Ort, der genutzt wurde, überhaupt sich in der Öffentlichkeit
aufzuhalten, auf einer Wiese zu sitzen, wie ihr jetzt gerade. Das war in Chemnitz keine gewohnte Lebensform. Cornern war ja unbekannt. Und 2015 kamen ja sehr viele, war Sommer der Migration, kamen viele Geflüchtete auch nach Chemnitz und fanden insbesondere Wohnraum in den Leerständen der Innenstadt. Also das ist auch, wenn man es so europaweit vergleicht, gab es das in dem Ausmaß nirgendwo. 8,8% der Bevölkerung im Zentrum waren 2017 Menschen mit geflüchteten Hintergrund. Wie fast jeder Zehnte in der Innenstadt, in der europäischen. Normalerweise sind Innenstädte von Europa teuer. Da kann kein Geflüchteter einfach hinziehen. Und auf einmal wohnen die Menschen dort und nutzen den öffentlichen Raum. Und 2018 explodiert das Ganze. Und 2018 rufen die Nazis, wir wollen unsere Stadt zurück. Und meinen damit ja den symbolisch aufgeladenen Raum des Zentrums, der selber ausgestorben war, der aber auf einmal genutzt wurde wieder. Also das meine ich mit einer teilweise vorenthaltenen Teilhabe, aber teilweise auch imaginierten Teilhabe. Ne? Die Leute malen sich selber aus, dass sie mal, also mein Onkel verdeutlicht es immer, der hat mal irgendwann so gesagt im Familienkreis, oh, Die Schlossdeichinsel, das ist so auch nahe der Innenstadt. Die Schlossdeichinsel, oh, früher, da waren wir immer, oh, da haben wir gesessen. Das war so schön. Aber jetzt, ich sag nur, alle ins Arbeitslager. Also das war halt die Zeit, wo dann Menschen aus anderen Herkunftsländern auf einmal den öffentlichen Raum genutzt haben. Und er imaginiert hat, dass er da selber auf der Wiese saß. Er hat nie auf einer Wiese gesessen. Und das ist, glaube ich, der sozialpsychologische Komplex auch dieser Stadt. Wenn es jetzt um die neuesten, sag ich mal, politischen, neonazistischen, rechtsautoritären Komplex geht, die Leute imaginieren eine Retrotopie. Die imaginieren, früher war es alles besser. Och, die 90er, nee, die waren die Hölle. Aber genau, sie haben jetzt endlich jemanden gefunden, auf den sie das abladen können. Vielen Dank. Chemnitz ist Leipzig. Chemnitz ist nicht Leipzig. Chemnitz, Austragungsort der Olympischen Spiele 2024. Chemnitz, Stadt der Arbeiter und des Friedens. Chemnitz, das Nürnberg des Nordostens. Da war doch Obama mal. Ich habe den da persönlich gesehen. Chemnitz, die Stadt mit der Brücke, die nur halb in den Fluss ragt. Chemnitz ist weltoffen. Chemnitz steht für Demokratie und Vielfalt. Chemnitz, voll stark. Chemnitz, voll schlank. Ihr hörtet hier Auszüge aus einem Stadtrundgang durch Chemnitz, den Dominik Intelmann im August 2022 im Rahmen des Kantine-Festivals durchgeführt hat. Es ging um die Geschichte des Hausprojektes Reitbahnstraße 48 und um damit verbundene Debatten und Veränderungen innerhalb der Stadt Chemnitz. Wenn ihr aufgrund dieser Sendung dieser Stadt einmal einen Besuch abstatten wollt, in der letzten Juliwoche habt ihr Gelegenheit dazu. Vom 22. bis zum 27. Juli findet im Subotnik in Chemnitz das Kantine-Festival statt. In diesem Jahr geht es dort um die Analyse und Kritik der DDR. Dominik Intelmann wird auf der Kantine einen Vortrag über die Kategorie des Volkseigentums halten. Außerdem wird es gleich zwei Stadtrundgänge geben, die sich mit Stadtgeschichte, Denkmälern und Architekturgeschichte beschäftigen werden. Infos dazu findet ihr unter kantine-festival.org. Musikalische Zwischentöne kamen in dieser Sendung von Jens aus der Wäsche, Baumarkt und AG Geige. Freudiger Dank geht an den Süßigkeitenladen fürs fröhliche Stadtmarketing. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas.